Bereits zum 18. Mal findet das beliebte Satirefestival in Schwechat statt. Auch in diesem Jahr kamen viele Besucher, um sich unterhalten zu lassen. Und als Eröffnungsgast beehrte Stephanie Sargnagel das Theaterforum Schwechat. Kabarettisten aus Österreich und Deutschland finden sich im Theaterforum Schwechat ein, um dem Publikum ihre besten Programme zu präsentieren. Theaterdirektorin Manuela Seidel freut sich über den erfolgreichen Kartenverkauf in dieser Saison. Hat man doch schon jetzt mehr Karten verkauft als beim Festival vor einem Jahr. Obwohl wir im Vorjahr schon ziemlich ausverkauft waren. Also es gibt nur mehr sehr wenig Restplatzkarten und ja, zu unserem Glück und Freude. Und ja, wann irgendwer noch kommen will, sollte er sich beeilen. Wie erklären Sie sich diesen großen Erfolg? Ich glaube, unser Team steckt dahinter, das sehr freundlich ist. Wir haben gute Leute da, interessante Kabarettisten. Und das alles zusammen ist, glaube ich, daran schuld oder trägt dazu bei. Den Auftakt zum Festival 2019 machte die Satirikerin Stephanie Sargnagel. Also es ist ein bisschen, ich sage immer, wie im Hip-Hop. Im Hip-Hop ist ja auch, da gibt es so Rapper. Bevor sie berühmt sind, erzählen sie sehr authentisch über das harte Leben auf der Straße und dann sind sie sehr erfolgreich und haben eigentlich nichts mehr zu erzählen, außer ich habe so viele Bitches und so viel Money und ja, so ist es bei mir eben auch geworden. Sargnagel studierte an der Meisterklasse von Daniel Richter der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Als Autorin schreibt sie regelmäßig Artikel für Weiß und den Bayerischen Rundfunk, unter anderem über den Bachmann-Preis oder den Wiener Opernball. Ruf mal aus, kommt Stephanie Fröhlich, was kann ich für Sie tun? Scheiße, Leute, ich hasse diese Scheißleute. Hallo, hier ist die Rufnummer-Auskunft, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, ich hätte gern die Nummer vom Waffengeschäft im 9. Bezirk. Kruschitz, die verkaufen Buffen. Was bedeutet Satire für Sie? Satire, Leute auf humorvolle Art ärgern und kritisieren und ja, es ist eher etwas, also wo ich mir denke, man sollte eher nach oben treten. Also es eignet sich gut eben, um ja, Autoritäten in Frage zu stellen und ja, genau. Hoden sind wirklich das bedauernswerteste Körperteil, das ein Mensch besitzen kann. Vollkommen paradox, dass sie in der Alltagssprache so rüberkommen, als wären es gefährliche Bomben aus unverwüstlichem Stahl. Die Zuneigung, die ich in ausgesuchten Fällen für Eier empfinde, ist vor allem durch Beschützerinstinkt motiviert. Es sind Hilflose, empfindliche, schutzbedürftige Zwetschgen, putzelige arme Häutchen, die man einfach in den Arm nehmen und streicheln und keine Angst ins Eierohr flüstern sollte. Lehnen Sie sich zurück und tauchen Sie ein in die absurdesten Lebenssituationen, die von den Satirikerinnen und Satirikern auf den Punkt gebracht werden. Vielleicht helfen manche Gedankenanstöße weiter, neue Möglichkeiten zu entdecken oder auch weiterzuentwickeln. Was bedeutet Satire jetzt für Sie persönlich? Na, ohne Satire kommt man nicht durchs Leben und ist eine Art von Humor, mit der ich persönlich sehr gut kann. Nicht alle Leute halten es so gut aus, aber ich glaube, das ist ein ganz besonderes Zeichen eines ausgezeichneten Humors, wenn man auch über sich selbst und auch über ein bisschen kritischen Humor lachen kann und sich auch ein bisschen was mit nach Hause nimmt. Also so die leichte Unterhaltung ist das eine, aber ein bisschen eine Anregung zum Nachdenken ist auch was Schönes. Sie sagen heute ein bisschen für die Erfrischung. Was gibt es denn? Wir sind vom Weingut Jana aus Höflein. Das ist in Carnuntum, also gleich nebenan sozusagen. Und wir haben heute mit dem Festival Wein für das Satire-Festival bei euch da im Theaterforum in Schwechat. Und es ist ein Rosé, das ist bei uns die Rosita. Dann haben wir noch den Merlot mit, einen fruchtigen Rotwein. Und wer kein Fan von Rotweinen ist, da haben wir den Welschriesling auch mit. Bis zum 21. Februar findet das Satire-Festival statt. Zu sehen sind unter anderem Josie Prokopetz, Nadja Malé, Gunkel, Angelika Niedetzki oder die Science Busters. Das genaue Programm finden Sie auf www.satirefestival.at. Was erwarten Sie sich von diesem Satire-Festival für das Theaterforum? Dass wir mit unserem Publikum sehr viel Spaß haben, dass wir mit unseren Künstlern sehr viel Spaß haben. Ja, dass wir gemeinsam reden, lachen und eine schöne Zeit verleben.